Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, dass man nicht zwingend einen 800 Euro teuren Pizzaofen oder spezielle Ausrüstung benötigt, um so eine leckere Pizza zu backen. Denn wir benötigen heute nur eine Pfanne, einen Deckel, den Haushaltsofen und ein Brett. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr über die perfekte Homemade Pizza zu verpassen. Also Freunde, wir beginnen jetzt erstmal damit, den Teigling wie gewohnt abzustechen. Diese Teiglinge sind übrig geblieben, das war das klassische 48 Stunden Pizzateigrezept. Mittlerweile aber mit 72 Stunden Teigreife, das ist aber überhaupt gar nicht schlimm, denn die Teiglinge habe ich bisher im Kühlschrank reifen lassen. Hier wie gewohnt, zack, boom, einmal abstechen, unter den Teigling von allen Seiten lösen. Nochmal etwas Semolina hier runter und dann könnt ihr ganz gemütlich den Teigling abstechen. Und da haben wir diese Beauty. Dann natürlich wieder ins Semola-Bett rein. Ein paar Mal wenden. Und jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit der Pfanne. So, Freunde, schaut mal, ich habe hier eine stinknormale 30 cm beschichtete Pfanne. Ihr könnt auch gerne eine Gusspfanne nehmen. Wichtig ist hier nur zu beachten, dass ihr auch etwas Semola in die Pfanne gebt. Dann natürlich könnt ihr den Teigling nehmen und mittig positionieren. Und hier fängt schon an. Ihr benötigt keine Pizzaschaufel, ihr benötigt kein Turning Peel oder gar nichts. Ihr könnt auch nicht viel falsch machen, denn die Pfanne dient sozusagen als Schablone. Ich zeige es euch gleich. Jetzt könnt ihr wieder ganz gemütlich wie gewohnt die Luft von unten nach oben in den Rand drücken. Dabei könnt ihr natürlich so wie immer die Dicke des Randes selbst bestimmen. Wenn ihr dann hier angekommen seid, wendet ihr den Teigling und wiederholt den Vorgang. Und das machen wir jetzt so lange, bis der Rand der Pizza sozusagen den Rand der Pfanne berührt. Also Freunde, ich hätte gesagt, dass das jetzt relativ gut ausschaut. Deshalb beginnen wir jetzt damit, den Herd auf mittlerer bis hoher Stufe anzuschalten. Dann nehmt ihr euch einfach hier so einen Deckel und schließt sofort. Denn wir möchten einen Ofentrieb haben. Durch die Hitze, durch die Stauhitze verteilt sich die Hitze gleichmäßig, der Rand geht schön hoch und dann machen wir weiter. Übrigens, das Vorbacken in der Pfanne dauert so 3 bis 4 Minuten und das Tolle an dieser Sache ist natürlich auch, dass wenn man zum Beispiel abends Gäste bekommt, kann man schon mittags alle Böden vorbacken und wenn die Gäste da sind, nimmt man sich kurz Zeit, alles schön zu belegen und backt die dann fertig im Haushaltsofen und alle sind zufrieden und glücklich. So, dann gucken wir auch mal hier die Bräunung des Bodens an. Das schaut wunderbar aus. Jetzt haben wir eine richtig schöne Stabilität auf der Pfanne. Und hier kommt nochmal der Vorteil zum Vorschein, Freunde. Maximale Stabilität, ohne Stress, ganz easy eine schöne runde Pizza vorbacken. Jetzt können wir uns Zeit nehmen, die Pizza zu belegen. Also schaut mal, der Boden hat schon richtig tolle Röstaromen abbekommen. Das heißt, wir benötigen eigentlich auch gar keinen Backstahl oder einen Pizzastein, sondern man kann wirklich mit ganz normalen Dingen, die eigentlich jeder zu Hause hat, eine leckere Pizza backen. Aber wir beginnen jetzt mit dem Belegen. Wir fangen an mit leckeren San Marzano Tomatoes. Ganz stressfrei, ihr könnt euch Zeit lassen. So, Tomatensauce ist drauf. Wir machen weiter mit 48 Monate gereiftem Parmigiano. Frisches Basilikum. Schlepp bitte nicht vergessen, damit sich die Aromen entfalten. Boom. Und jetzt darf natürlich auch nicht Fior di Latte Mozzarella fehlen. Einfach schön rustikal verteilen. Bitte auch nicht zu schwer belegen. Weniger ist mehr. Super köstlich. Wer maximale Röstaromen haben möchte, darf gerne etwas Olivenöl nehmen und den Rand damit bepinseln. Ja? Das sorgt natürlich nochmal für einen extra Crunch, maximale Röstaromen und natürlich auch für den Geschmack. Also, so schaut das Ganze jetzt aus, Freunde. Und hoppla, das war jetzt super knepplig. Und ich hätte gesagt, dass wir jetzt mal kurz zum Ofen gehen, dann erzähle ich noch kurz was zum Setup und dann darf auch schon gebacken werden. Und zwar backe ich meine Pizzen immer mit Ober- und Unterhitze bei maximaler Temperatur. Ja, 250 Grad sind das Minimum, eher ein bisschen mehr, wenn ihr mehr schafft. Und wenn ihr eine Grillfunktion habt, könnt ihr die gerne benutzen, zuschalten, denn ich zeige euch kurz was. Super hot, Heiligsblechle. Und zwar ist es so, dass die Hitze im Ofen immer nach oben steigt. Deshalb habe ich hier mein Backblech mit der Mulde nach unten in den oberen Drittel gelegt, weil hier schießen wir jetzt unsere Pizza ein und dank der Heizstäbe wird die Pizza schön von oben gebacken. Ab damit in den Ofen! Zack! Und reingleiten lassen. Super easy. Nochmal nein.
komplett ohne Unfall, ohne Stress, ohne dass die Pizza kleben bleibt. Genauso sollte es bei diesem Pfannentrick sein. Die Pizza wird jetzt auf jeden Fall so circa 2 Minuten im Ofen sein. Mehr benötigen wir nicht. Aber natürlich gilt auch hier zu beachten, Freunde, jeder Backofen ist anders. Deshalb schaut immer nach der Bräunung des Randes bzw. wie die Toppings sich entwickeln. Es kann durchaus sein, dass es auch ein bisschen schneller fertig ist oder ein bisschen länger dauert. Von daher immer nicht auf die 2 Minuten fixieren, sondern immer darauf achten, wie die Pizza sich entwickelt. So, die 2 Minuten sind rum. Ich hätte gesagt, dass wir uns die Pizza mal angucken bzw. rausholen. Dazu nehmt ihr einfach wieder euer Brett und eine Gabel. Zack. Huhuhuhu, jetzt geht's aber los, du. Fast schon ein wenig zu lang, oder? Heiliges Blechle. Aber das sind Röstaromen. Wow. Schaut ihr das mal an, Freunde. Wow. So, Pizza fertig. Sieht nicht fantastisch aus, Freunde? Schaut mal. Ja, da ist sie vielleicht ein bisschen dunkel geworden, aber das lag daran, dass ich kurz was an der Kamera gemacht hatte. Aber wir haben eine Pizza gebacken, komplett ohne Stress. Super easy, ohne Ausrüstung. Der Boden, wow, super crispy. Und vor allem der Fior di Latte Mozzarella ist auch perfekt verlaufen und nicht braun geworden. Genauso möchten wir das. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine Pizza Salami backen und nehme euch dabei kurz mit. Pizza fertico! Schaut mal hier, Freunde. Pizza Nummer 2. Sieht die nicht fantastisch aus? Wow, schön mit Peperoni, Salami, Fior di Latte, Mozzarella. Und der Rand? Wow. Und das ohne Ausrüstung, super easy, super einfach, ohne Unfall. Also, Freunde, es gibt keine Ausreden mehr, nicht mit dem Pizzabacken anzufangen, denn einfacher geht's wirklich nicht. Wer möchte, darf natürlich hier noch etwas frisches Olivenöl drüber geben. Frisches Olivenöl. Eigentlich wollte ich Basilikum sagen. Hochwertiges Olivenöl und frisches Basilikum. Zack. Bisschen nachkorrigiere da, Hanna. So, die deftige Pepperoni-Pizza bekommt auch noch mal etwas Basilikum. Und da haben wir sie, Freunde. 2 wunderschön gebackene Pizzen, komplett ohne Ausrüstung, aus der Pfanne. Mega. Richtig, richtig schön. Das Ganze müssen wir natürlich auch noch probieren. Fleißige Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, was meine Lieblingspizza ist. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Ich fange jetzt mit der Pepperoni an. Super juicy. Wow. Zieht euch das mal rein. Super köstlich, super luftig. Schön gebräunt. Oh. Durch die kurze Backzeit ist der Teig knusprig geworden, aber ist immer noch schön weich und fluffig. Genauso wie wir das haben möchten. Spätestens jetzt gibt es gar keine Ausreden mehr, mit dem Pizzabacken anzufangen. Freunde, probiert es aus, es lohnt sich, ihr werdet begeistert sein. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass euch das heutige Video gefallen hat. Zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, das ist komplett kostenlos. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr über die perfekte Homemade Pizza zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, genießt die Zeit und tschüssi! Ja, Pizza!